So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Yoga Summer School. Ich freue mich total, dass ihr heute live mit dabei seid oder die Aufzeichnung anschaut. Bei der Yoga Summer School geht es ja darum, relevante Themen in den Kontext von Yoga zu stellen. Denn Yoga ist nicht etwas, das wir nur auf der Matte praktizieren, sondern es ist etwas, das unser ganzes Leben betrifft. Und Yoga ist eingebettet in unser ganzes Leben. Und deswegen gibt es in der diesjährigen Yoga Summer School, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Themen, die es absolut wert sind, diskutiert zu werden, worüber wir uns austauschen, weil es einfach ganz, ganz wichtige Themen sind. Und heute haben wir das Thema Yoga und Hochsensibilität. Ich freue mich total, dass Dominik dieses Jahr auch wieder mit dabei ist. Sie hat letztes Jahr auch schon einen ganz wunderbaren Vortrag gegeben. Und ja, ich freue mich darauf, auf den Input und auf den Austausch im Anschluss. Und dann sage ich, Bühne frei, Dominik. Ja, vielen Dank, liebe Miriam. Und danke, dass ich dieses Jahr bei der Online-Variante auch wieder mit dabei sein darf. Genau, es ist das erste Mal für mich als Zoom-Co-Host. Also was ganz Besonderes und ich bin freudig aufgeregt und ganz gespannt gleich auf den Austausch hier in Urteil. Aber erstmal für alle, die mich noch gar nicht kennen, ich bin Dominik, ich bin Yogalehrerin, Mentorin und Betriebswirtin und ich bin Gründerin von Sensibles Yoga. Und in dem Zusammenhang begrüße auch ich euch nochmal ganz herzlich zum Vortrag Yoga und Hochsensibilität. Genau, die nächsten 30 Minuten in etwa habt ihr das Vergnügen, mir zuzuhören und euch auch im Rahmen einer kleinen Umfrage im Chat zu beteiligen. Und wenn irgendeine Verständnisfrage sein sollte, gerne auch in den Chat schreiben. Ich habe den im Blick und werde gerne im Laufe des Vortrages oder wenn sinnvoll im Q&A-Teil darauf dann eingehen. Gut, im letzten Jahr hatten wir einige Yoga-Lehrer dabei, einige Yoga-Schüler bei der Offline-Variante dieses Vortrages, einige, die hochsensibel sind und andere wiederum, die da noch nie was von gehört haben. Deswegen möchte ich erstmal mit euch klären, was denn Hochsensibilität überhaupt ist, dass wir auf einem Stand sind und danach dann die Verknüpfung zu Yoga herstellen. Genau, deswegen einleitend zum ersten Teil des Vortrages, was bedeutet Hochsensibilität überhaupt, würde ich euch gerne befragen und gleich mit ins Boot holen, was ihr denn darunter versteht. So als Fragen, Inspiration, die ich euch mit an die Hand geben kann, ist, was ist eure Vorstellung davon, gegebenenfalls eure Erfahrungen oder auch Berührungspunkte? Also was versteht ihr unter Hochsensibilität? Okay, kommen schon die ersten Beiträge. Susi schreibt, Emotionen wahrnehmen. Miriam schreibt, Sinneseindrücke werden sehr intensiv wahrgenommen, ja. Und noch ein Beitrag ungefiltert. Ja, das sind tatsächlich alles Aspekte, auf die wir gleich zurückkommen werden. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Beitrag. Keine Scheu, gerne schreiben. Ich fahre derweil schon mal fort. Hochsensibilität ist ein Wesensmerkmal, das etwa 15-20% der Bevölkerung betrifft. Also 15-20% der Menschheit, wenn man so möchte, ist hochsensibel, zumindest statistisch. Und es handelt sich bei der Hochsensibilität um eine überdurchschnittliche Feinfühligkeit. Das heißt, eine besonders intensive Wahrnehmung und insbesondere Sinneseindrücke werden dabei sehr stark wahrgenommen. Ganz wichtig, es ist weder eine Krankheit noch eine Modeerscheinung, auch wenn in den letzten Monaten oder Jahren schon fast das Thema immer mehr Bedeutung oder Aufmerksamkeit, das ist das bessere Wort, in der Gesellschaft findet oder auch in der Presse. Man liest immer mehr darüber. Und tatsächlich wurde schon vor über 100 Jahren dazu geforscht und in den 90er Jahren
hat dann die Elaine Aron, eine Psychologin aus Amerika, sich dem Thema genauer gewidmet und intensive Forschung betrieben, auf die dann auch die weitere Forschung dazu aufgebaut hat. Es wurde eben herausgefunden, dass das Gehirn von hochsensiblen Menschen Reize, Informationen, Eindrücke eben ungefiltert, wie es eben schon gefallen ist, im Chat, aufnimmt. Und entsprechend eine andere, vielschichtigere Verarbeitung dieser Reize aufweist als bei durchschnittlich sensiblen Menschen. Sensibel sind wir letztlich alle, also alle Menschen, alle 100% der Menschen sind weisen sensible Wesensanteile auf, aber bei hochsensiblen Personen ist es eben so, dass diese die Welt wirklich vielfältiger wahrnehmen, sprich jede fünfte Person hat diese sehr vielfältige Wahrnehmung. Es ist nicht besser oder schlechter als durchschnittlich sensibel sein, es ist eben einfach nur anders, wie das Gehirn auch entsprechend agiert und funktioniert. Und entsprechend auch die Eindrücke vielschichtiger verarbeitet. Genau, ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Verstärker. Also dieser Filter, durch den die Reize, wenn sie auf einen treffen, laufen, der ist eben nicht so ausgeprägt oder nicht vorhanden wie beim überwiegenden Teil der Bevölkerung. Hochsensible Personen, auch HSP abgekürzt, haben ein leicht erregbares Nervensystem. Damit sind sie schon auf die Welt gekommen. Das bedeutet auch, dass es angeboren ist und Hochsensibilität nicht abtrainiert werden kann oder ähnliches. Und dieses leicht erregbare Nervensystem bewirkt, dass eben leicht zu einer Reizüberflutung kommen kann, weil die Sinneskanäle quasi immer offen sind. So kann es auch zu einer Überstimulation kommen, weil eben äußere Reize und auch Inneres, was einen bewegt, sehr viel stärker wahrgenommen wird. Das bedeutet, dass Hochsensible auch ein höheres Regenerationsbedürfnis haben als normalsensible Personen, weil sie schnell voll von Eindrücken sind und eben mit der detaillierten Verarbeitung dieser Eindrücke beschäftigt sind. Ist auch logisch, ne? Weil wenn andere normalsensible weniger Reize aufnehmen, wahrnehmen, dann haben die auch schneller verarbeitet. Wohingegen bei hochsensiblen Personen wirklich die kleinste Veränderung von Mimik oder Gestik beim Gegenüber oder auch in der Tonalität auffallen kann und ja, entsprechend das Gehirn beschäftigt. Ja, also subtile Reize werden einfach erfasst, die andere manchmal gar nicht wahrnehmen oder in dem verborgen bleiben. Dazu später auch nochmal mehr. Ja, und es bedeutet gleichzeitig, dass stärkere Reize, wie zum Beispiel eine Baustelle, an der man vorbeiläuft, oder ein Großraumbüro, in dem sich Normalsensible vielleicht völlig wohlfühlen, den Hochsensiblen mehr zu schaffen machen, weil es eben nicht weggefiltert werden kann. Okay, halten wir erstmal an der Stelle fest. Es handelt sich also um eine überdurchschnittlich starke Reaktion auf Reize und eine besondere Feinsinnigkeit. Und ich würde jetzt ganz gerne mit euch nochmal schauen, was denn genau die Wissenschaft dazu sagt. Und dazu würde ich euch gerne einmal meinen Bildschirm freigeben. Einen Moment. So. So. Vielleicht müsste er kommen. So, wunderbar.
Okay, was sagt die Wissenschaft dazu? Da hat sich die sogenannte DAS-Formel durchgesetzt. Abgeleitet von den englischen Begriffen, die ich euch jetzt nicht nochmal extra vorlesen werde. Ihr könnt das, glaube ich, gut erkennen auf der Folie. Genau, es sind eben diese vier Punkte. Einmal die Verarbeitungstiefe, die leichte Überreizung, die ich ja auch schon eingegangen bin, dann die sogenannte emotionale Reaktivität, sprich die Empathie, die von euch auch schon genannt worden ist, und die Sinnessensibilität. Unter Sinnessensibilität verstehen wir ja die sensitive Wahrnehmung subtiler Reize. So, und man sagt eben, wenn diese vier Faktoren erfüllt sind, dann ist eine Hochsensibilität gegeben, beziehungsweise, darauf komme ich gleich auch nochmal detailliert zurück, muss jetzt nicht jedes dieser vier oder jeder dieser vier Punkte erfüllt sein, weil jede Hochsensibilität sich auch anders äußern kann. Genau. Es gibt drei Ausprägungen. Und zwar die sensorische, die emotionale und die kognitive Ebene, der sich Hochsensibilität bemerkbar machen kann. Und zwar bei der sensorischen Ebene handelt es sich um die feine Sinneswahrnehmung, sprich Geräusche, Gerüche, Licht und Farben können sehr intensiv wahrgenommen werden. Der Vorteil hier ist, wir haben es oft mit sehr begabten Menschen hinsichtlich musischem, künstlerischem, ästhetischem zu tun. Nachteil ist, oft macht sich da eine Lärmempfindlichkeit bemerkbar, man ist von den Eindrücken schnell überlastet und das ist auch der Punkt, an dem es in der Gesellschaft oft als Schwäche ausgelegt wird, hochsensibel zu sein. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was man gerne so zugibt, oh, ich bin sehr sensibel, aber es hat eben auch seine positiven Seiten oder Seiten, die man so erstmal gar nicht sieht. Deswegen schauen wir uns das nochmal genauer an. auch auf der nächsten Ebene, nämlich die emotionale Ebene. Da geht es um die zwischenmenschlichen Feinheiten. Sprich, hier haben wir es oft mit sehr empathischen, mitfühlenden Wesenszügen zu tun. Und das ist auch der Punkt, an dem dann gerne mal gesagt wird, Mensch, leg dir doch mal ein dickes Fell zu. Oder jetzt sei doch nicht so sensibel. also sensible Menschen, also alle hochsensible Menschen, die ich getroffen habe, haben von einem ähnlichen Erlebnis berichtet, dass ein entsprechender Satz zu ihm oder ihr mal gesagt worden ist, ob in der Kindheit oder auch immer noch im Erwachsenenalter. Also die Aufforderung, sich mal zusammenzubringen. Also wie gesagt, das ist nichts, was man jetzt abtrainieren kann, aber man kann damit arbeiten und umgehen. Vorteile auf der emotionalen Ebene. Oft sind das sehr genaue Zuhörer mit einer starken Intuition. Nachteil kann wiederum sein, diese Menschen fühlen sich oft auch überfordert von dieser Last, all dessen, was sie so wahrnehmen, auch von anderen, mit denen sie mitfühlen. Auf der dritten, auf der kognitiven Ebene, ist ein sehr starkes, ausgeprägtes Gefühl für Logik oder Wahrheit, wahr-falsch, die Differenzierung vorhanden. Und hier wird auch oft in sehr komplexen Zusammenhängen gedacht. Wir erinnern uns, das Gehirn, was vielschichtig aufnimmt und verarbeitet, das hat damit zu tun. Oft liegt hier eine Begabung auf dem wissenschaftlich-technischen Gebiet vor. Und wir haben auf der anderen Seite den Nachteil, dass Probleme auftreten können, wenn dieses komplexe Denken die Alltagskommunikation behindert
Und wenn ihr euch vorstellt, dass da noch eine emotional starke Ausprägung vorkommen kann, also wir stellen uns jetzt einen Menschen vor, der eine sehr hohe Sensibilität auf der emotionalen und kognitiven Ebene hat und vielleicht nicht so auf der sensorischen, dann könnte das zum Beispiel in Gesprächen, in denen er Untertöne oder unausgesprochene Gesprächsbotschaften wahrnimmt und mitbekommt, ein bisschen schwierig werden, zu leichten Irritationen führen auf beiden Gesprächspartnerseiten. Und wenn dann noch eine emotionale Komponente hinzukommt, ja, kann es durchaus interessant werden, sagen wir mal so. So, was ich euch auf dieser Folie vorenthalten habe, ist noch ein vierter Aspekt, eine vierte Ebene, die wissenschaftlich so nicht belegt werden kann. Das ist die spirituelle Ebene, der sogenannte sechste Sinn, der da gerne zugeschrieben wird, zusammenhängt mit der ausgeprägten Intuition, der Wahrnehmung feiner Nuancen, zum Beispiel der Mikromimik. Ja, ich sage da auch gerne, wenn man etwas von einer auf diesem Gebiet ja, ausgeprägten, hochsensiblen Personen vertuschen möchte, hat man ja schlechte Karten. Und auch hier kann es leicht wieder zu Irritationen kommen, wenn Dinge ans Licht kommen, die eigentlich so gar nicht in einem Gespräch ans Licht kommen sollten oder gesagt werden wollten. Wenn das dann thematisiert wird, kann das auch schon mal zu Reibungspunkten führen. Genau. Ja, wie schon eben erwähnt, jede Hochsensibilität äußert sich auch anders. Sprich, eine allgemeine Definition gibt es so nicht. Deswegen würde ich euch gerne noch auf den folgenden Folien einen kleinen Eindruck geben, wie so der Alltag von einer hochsensiblen Person aussehen kann, beziehungsweise mit welchen Eindrücken sie so konfrontiert sein kann. Vorher trinke ich noch mal einen Schluck, um meine Stimme zu ölen. So. Lust. Gut, also. Wir haben hier zum Beispiel bei einer hochsensiblen Person, heißt ja, einen hohen Grad an Empathie bzw. Einfühlungsvermögen und eine hohe Schmerzempfindlichkeit. Zum Beispiel auch so, ich glaube, wir hatten eine Teilnehmerin, die im Krankenhaus auch arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es oft so ist, dass Ärzte, die ja, Hochsensibilität positiv aufgeschlossen gegenüberstehen, auch eine geringere Dosis an Tabletten beispielsweise geben, weil eben viele Hochsensible da auch viel stärker darauf reagieren. Ja, für Außenreize, eigene Emotionen, sprich das Innenleben und eben auch, was zwischen den Menschen passiert. Insbesondere zwischenmenschliche Spannungen sind sie sehr empfänglich, je nach Ausprägung. Und Störfaktoren sind auch entsprechend schwer auszublenden, zum Beispiel Geräusche am Nebentisch. Ja, Moment. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen akustischen Schock bekommen. Ich glaube, ich lache einfach zu viel beim Vortragen, weil ich habe schon gemerkt, je weiter die Mundwinkel nach oben gehen, desto mehr rutscht mein Stöpsel aus dem Ohr. Deswegen muss ich da mal kurz abschalten. So. Jetzt wieder ernst, sonst rutscht er wieder raus. Also, Störfaktoren, schwer auszublenden. Zum Beispiel die Geräusche am Nebentisch, im Café. Ja, also auch eine normal sensible Person kennt das sicherlich, wenn es da sehr laut wird. Für einen Hochsensiblen kann das mal unerträglich werden und auch zu Stress führen. Wir erinnern uns an das leicht erregbare Nervensystem, das ja auch mit dem Stress zusammenhängt. Und entsprechend auch eine hohe Anspannung daraus resultieren. Jetzt habe ich eins übersprungen, das macht aber gar nichts.
ihr bekommt die Folien ja noch. Wir haben auch einen Blick für Details, einen vielschichtigen Optimierungs- und Analyseantrieb. Na, also das Gehirn ganz detailliert und vielschichtig am Arbeiten und auch immer immer gerne am Denken darüber, wie man jetzt etwas besser machen kann. Also ich kenne zum Beispiel auch viele Hochsensible, die sich beispielsweise sehr für Themen wie Klimaschutz zum Beispiel engagieren, also so Themen, die sehr vielschichtig sind, wo es auch um Wohle der Gesellschaft, ne, Stichwort Empathie und um Optimierung für das Wohl aller letztlich geht. In dem Zusammenhang, nächster Punkt, kann es auch etwas schwierig werden, wenn man zum Beispiel auf eine Demo gehen würde für den Klimaschutz. Das ist für eine hochsensible Person vielleicht nicht so angenehm, da nämlich auch Menschenmengen, physische Enge als unangenehm wahrgenommen wird. Aber auch psychische Enge. Also jede Form von Enge kann als sehr unangenehm erlebt werden. Sehr positiv, finde ich persönlich, ist diese ausgeprägte Sinnessensibilität, sprich zum Beispiel beim Essen, dass es wirklich sehr sinnlich erlebt wird oder auch Lebensfreude sehr stark empfunden wird. Auch Lob, da gibt es eine sehr starke Empfänglichkeit für, aber gleichermaßen eben auch für Kritik. Wenn man selber sein stärkster Kritiker ist und auch das Innenleben sehr vielschichtig wahrnimmt, nimmt man auch jeden Fehler entsprechend viel, viel stärker wahr als ein durchschnittlicher Mensch. Ja, Sinn für Ästhetik, Gerechtigkeit, Übernahme von Verantwortung habe ich gerade schon beim Klimathema was zugesagt. Das kann man sich auch in dem Zusammenhang gut vorstellen, den vorletzten Punkt. Und als allerletzten Punkt haben wir es hier auch oft mit sehr präzisen und gewissenhaften Menschen zu tun. So, dann komme ich mal wieder zurück zu euch im Groß und beende die Bildschirmfreigabe. Genau. So, dann fassen wir auch hier nochmal zusammen. Jede Hochsensibilität äußert sich anders und es kann als Fluch und Segen zugleich gesehen werden, hochsensibel zu sein. Es ist oft als Schwäche interpretiert. Ich persönlich denke, man sollte es als Stärke verstehen. Von daher bin ich hoch erfreut, dass das Thema in der Gesellschaft auch zunehmend positive Beachtung findet. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, es erstmal anzunehmen, wenn man denn herausgefunden hat, dass man hochsensibel ist. Weil viele wissen das gar nicht und stoßen dann zum Beispiel über ein Buch oder einen Vortrag jetzt darauf so, ach, da könnte ich von betroffen sein, das klingt ja sehr nach mir. Und ich denke, der erste Schritt ist, das immer wahrzunehmen erstmal. Es ist ja auch eine Wahrnehmungsstärke, wie ich es gerne ausdrücke. Stärke in deswegen. hier kommt schon eine erste Frage. Wie findet man denn heraus, dass man hochsensibel ist? Ja, da können wir uns gerne gleich im Q&A-Teil nochmal intensiver dazu austauschen, aber ganz kurz schon mal. Also diese vier Punkte aus der DAS-Formel, die ich gerade gesagt habe, das ist ein erster super Anhaltspunkt. Das kommt auch aus der Forschung von Elaine Aron. Da habe ich euch auch noch einen Buchtipp mitgebracht. Und wie gesagt, das ist wirklich ganz oft so, dass in einem Buch, mir persönlich ging es auch so, Überraschung, ich bin auch hochsensibel, dass ich tatsächlich was darüber gelesen habe und so gedacht hatte, ach, wer beschreibt mich denn da? Das ist ja krass.
war, glaube ich, ein Artikel. Dann habe ich ein Buch dazu gelesen und dachte so, wow, das hat sehr gut getroffen. Und ich stelle tatsächlich immer wieder fest, dass sehr viele so diesen gleichen Weg hatten und darüber dann darauf gekommen sind und über diese Punkte das entsprechend dann abgleichen konnten. Dazu gibt es auch tatsächlich Tests. Ja, dazu vielleicht dann nochmal mehr im Q&A-Teil. Es gibt tatsächlich ja, auch wissenschaftlich basierte Tests, die man machen kann. Gebe ich gerne später nochmal eine Empfehlung zu. Gerne. Gerne, Miriam. Danke für die Frage. So, Moment. Ausgeprägte Lebensfreude. Ich sage, ich freue mich so, heute bei euch zu sein. Da rutscht mir da gleich wieder mein Stöpsel aus dem Ohr. So, also. Nochmal zum Thema Wahrnehmungsstärke. Das möchte ich nochmal zusammenfassen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Den Blick da wirklich auf die positiven Aspekte der Hochsensibilität auch zu lenken. Ja, dass eben hochsensible HSP ja, vielschichtiger und oft weiter denkt, ne, weil auch eben diese tiefere Verarbeitung der aufgenommenen Informationen stattfindet. Sprich, der Vorteil ist ein ausgeprägtes Vermögen, auch Komplexität in einzelnen Facetten zu erfassen oder einer der Vorteile hier als Auszug nur. Oder auch Reize, Details und Nuancen wahrzunehmen, die anderen verborgen bleiben. Genau. Nachteil kann, wie gesagt, sein, dass genau das auch irritiert, auch die hochsensible Person selbst gegebenenfalls. Und was eben auch da ein springender Punkt ist, dass entsprechend mehr Zeit benötigt wird, zum Beispiel den Tagrevue passieren zu lassen, Geschehnisse nachwirken zu lassen, mehr Schlaf bzw. Erholung auch zu bekommen oder dass das regelmäßig erfolgt, ist eben sehr, sehr wichtig für dieses höhere Regenerationsbedürfnis. Und beim Stichwort Erholung kommt auch gleich Yoga ins Spiel. Und ich möchte uns mal kurz Gelegenheit geben, die Geschehnisse nachwirken zu lassen für einen Moment, für eine kurze Trinkpause. Und dann kommen wir auch schon zum Yoga-Teil. Stichwort Erholung, wie gesagt, Regeneration und Ruhe auch. Wie gesagt, hochsensible haben ein höheres Regenerationsbedürfnis, sprich Erholung, Ruhe sind Aspekte, die einem dort immer wieder begegnen. Und das wiederum sind auch Aspekte, die uns beim Yoga begegnen, beziehungsweise in Verbindung mit Yoga gebracht werden. So. Und da gibt es eine schöne Schnittmenge. Und auch wenn ihr das vielleicht vermutlich schon oft gehört habt, dass Yoga eine Entspannungsform ist, und zumindest im Westen so gesehen wird, sagen wir es mal so, und es aber um viel mehr geht, nämlich um die Verbindung von Körper und Geist, macht es Sinn, sich vor dem Hintergrund der Hochsensibilität die Wirkung von Yoga nochmal näher anzuschauen. Also was bringt mir denn Yoga? Wisst ihr was? Machen wir mal kurz spontan. Was bringt einem denn Yoga? Vielleicht mögt ihr nochmal was in den Chat schreiben. Spannungsreduktion. Ja, Nerven beruhigen, wird hier gerade geschrieben. Abschalten. Ja, Nervensystem ausbalancieren. Vegetatives Nervensystem, schönes Stichwort. Da möchte ich gleich mal reinhaken. Nochmal, ich habe ja eben schon berichtet, dass wir es hier mit einem hocherregbaren vegetativen bzw. autonomen Nervensystem auch zu tun haben. Und Yoga tut ja allen, würde ich mal so behaupten,
erstmal gut. Ich habe tatsächlich noch mit niemandem gesprochen, der irgendwie gesagt hat, boah, mir ging es nach einer Yogastunde schlechter als vorher. Fällt mir da gerade, by the way, ein. Genau. Und was ich damit sagen will, ist, also schon normal sensible Menschen kann das sehr gut tun. Und gerade Hochsensiblen, die dann höheres Bedürfnis nach Ruhe, Erholung und Regeneration haben, kann es entsprechend verstärkt gut tun. Ja, wir erinnern uns an den Verstärker. Aber nochmal zurück zu was bringt mir Yoga? Also zum Beispiel physisches, mentales Wohlbefinden, sich fit zu halten, Stresshormone abzubauen, wie gerade von euch auch schon beschrieben, den Organismus stärken, den Geist beruhigen, ja auch genannt. Und für mich hat es auch viel damit zu tun, zu lernen, bei sich selber zu bleiben. Klar, Körperdehnung auch das Atemvolumen zu dehnen. Ja, ich denke, da haben wir die wesentlichen Punkte genannt. Also halten wir nochmal fest, es kann jedem gut tun und ja, helfen, das zu stärken und Stress entgegenzuwirken. Und wenn wir jetzt entsprechend Leute haben, die verstärkt reagieren auf Sinneseindrücke, dann kann Yoga für Hochsensible entsprechend besonders interessant sein. Es kommt gerade noch mal eine Frage in dem Zusammenhang. Ist der Fokus bei sensiblen Yoga dann eher an der Yin-Yoga-Praxis orientiert? Ja, die würde ich noch mal kurz zurückstellen und gleich auch darauf zurückkommen, denn ich werde euch zum Abschluss auch noch mal berichten, was bei meinem sensiblen Yoga genau passiert. Und genau, komme dann gerne auch auf das Thema Yin noch mal zurück. Gerne. So, ja, wenn wir jetzt vor einem Yogaschüler, da können wir mal gleich einsteigen, ausgehen, dessen Gehirnleistung eine besonders intensive Wahrnehmung und Verarbeitung aufweist und ständig quasi an der Kapazitätsgrenze arbeitet, also das Gehirn desjenigen, weil er die Eindrücke, Informationen, Sinnesreize besonders stark verarbeitet, dann ja, kann Yoga entsprechend auch helfen, ja, das besser oder schneller zu verarbeiten und von diesem Stress runterzukommen, da ja Stress und Druck hier auch viel stärker spürbar ist. Es ist auch tatsächlich nachgewiesen, dass im Körper von Hochsensiblen mehr Stresshormone sind, die Yoga ja abbaut. Ja, sprich Cortisol beispielsweise oder auch Serotonin, was mit der Signalübertragung des Nervensystems zu tun hat, ist verstärkt im Körper eines Hochsensiblen vorhanden. Da gibt es Studien zu. Genau. Also Erholung hilft da tatsächlich, Pause machen hilft da, diesem erhöhten Regenerationsbedürfnis entgegenzukommen und es hilft auch ungemein, mit sich selbst gut in Kontakt zu sein. Tut mir sehr leid, ich habe hier gerade ein Problem mit meinem Mikrofon. Ich hoffe, das wird besser. Genau. Gut, also halten wir auch dann einmal fest, Yoga bietet einen Raum für Erholung, hilft auch, sich zu sortieren und Ausgleich zu finden. Und vielleicht hat der ein oder andere vor dem Vortrag schon mal auf meiner Website gestöbert. Da habe ich meine Bausteine erklärt, wie ich da herangehe bei meinem Yoga für Hochsensible. Und da gibt es die drei Bausteine Wahrnehmung, Akzeptanz und Stärke. Und da möchte ich nochmal den Bogen spannen zu eben, wenn wir jetzt eine hochsensible Person haben, die festgestellt hat, okay, ich bin betroffen, dann ist der erste Schritt, wie gesagt, auch das wirklich erstmal wahrzunehmen. Und beim Yoga
ist eben dieser Raum da, der Platz, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was einen bewegt, sprich zur Innenwahrnehmung zu kommen. Und ja, es ist eben eine wunderbare Gelegenheit, da mal tiefer reinzuschauen, was überhaupt los ist bei einem. Und Hochsensible erleben das, wie gesagt, oft viel intensiver als Normalsensible. Und deswegen finde ich, es ist ein sehr guter Punkt, um da anzusetzen und in den nächsten Schritt überzugehen, nämlich in den Punkt Akzeptanz und auch so eine Gelassenheit zu entwickeln und dieses Potenzial, diese Stärke, die das auch bedeutet, anzuregen. Und das, wenn ihr vielleicht schon Yoga praktiziert, wird ja auch immer wieder angeregt, ne? Dieses Hier und Jetzt und daraus dann kontinuierlich eine Stärke zu entwickeln, Grenzen wahrzunehmen, auch Grenzen anzunehmen, gerade auch die Grenzen, die einem gegebenenfalls durch das höhere Regenerationsbedürfnis, intensivere Wahrnehmung und das schnell Vollsein gegebenenfalls gesetzt sind. Also erstens Wahrnehmung, zweitens Akzeptanz und drittens dann Stärke. Und dabei ist nicht nur gemeint, dass die Stärke auf körperlicher Ebene, sondern auch die Sensibilität als Stärke ja, mehr erkennen zu können. Ne? Weil Yoga auch eine wahnsinnig schöne Energiequelle ist, aus der man schöpfen kann und entsprechend dann gestärkter in seinen, setz es mal in Klammern, hochsensiblen Alltag zurückzukehren. Eine Präsenz dafür zu entwickeln und auch ein Bewusstsein, ne? Was tut mir jetzt gut, was brauche ich, und so Stabilität und Stärke von innen zu entwickeln. Das kann gerade für Hochsensible sehr interessant sein, sich selbst was Gutes zu tun, da wir es oft mit Leuten zu tun haben, die sehr streng mit sich sind und zum Beispiel wegen dieser hohen Innenwahrnehmung auch ja, ihre eigenen Fehler sehr stark wahrnehmen. Genau. Ja, entsprechend ja, ist Yoga eine wunderbare Möglichkeit für Hochsensible, zum Beispiel mit einem besseren Umgang mit ihrer Hochsensibilität zu helfen und auch das Regenerationsbedürfnis zu unterstützen. Umgekehrt ja, ist es für Yoga-Lehrer oder Lehrerinnen auch gut zu wissen, dass jeder fünfte Yogaschüler im Schnitt, wir erinnern uns an die 15-20%, hochsensibel ist, also durchschnittlich statistisch gesehen. So, ne? Und es ist auch interessant für die Yoga-Schüler, die zum Beispiel gerade ihre Hochsensibilität entdecken, sich wirklich bewusst zu machen, ah ja, hier im Yoga-Raum genauso wie auf der Straße, dass jeder fünfte im Schnitt hochsensibel ist und die Welt eben auch intensiver wahrnimmt. Genau. So, und jetzt auch, um nochmal auf die Sinnfrage zurückzukommen. Ich biete ja Workshops und Reisen für Hochsensible an und möchte gerne mal mit euch teilen, worauf ich vor dem Hintergrund meiner sehr sensiblen Schüler entsprechend achte. Das ist für Lehrer interessant, wenn sie sich die Frage stellen, was kann ich tun, um auf HSPs besser eingehen zu können. Und falls du Yoga praktizierst und selber Schüler bist, hast du dadurch auch Anhaltspunkte, worauf du in dem Yoga-Unterricht achten könntest. Aber ich bin mir sicher, wenn das so ist, dass du eine starke Intuition hast und das entsprechend auch gut selber einschätzen kannst. Von daher hier als Hilfe, weil ich auch oft die Frage bekomme, ja, was für Yoga-Arten, wenn ich noch was anderes neben deinem Unterricht ausprobieren möchte, welche empfiehlst du denn da? Und klar, letztlich ist es das, was für einen selber persönlich am angenehmsten ist. Und viele erleben tatsächlich die Yin-Yoga-Praxis da als sehr angenehm, weil es eben, wie man sieht, Yoga ein sehr langsamer, meditativer
Ich nenne es auch gerne achtsamer oder bewusster Ziele. Ich persönlich achte darauf, dass ich zum Beispiel Atemübungen im Unterricht integriere, die das Nervensystem eher runterfahren. Und nicht anregen. Also diese Atemtechniken gibt es auch im Yoga, zum Beispiel den Kapalabhati-Atem. Da würde ich dann Hochsensiblen eher empfehlen, damit vorsichtig umzugehen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht empfehlen würde, zwingend, wenn ich jetzt Atemübungen zu Hause alleine mache, dann mit Kapalabhati zu starten beispielsweise. Aber wie gesagt, ne, jeder reagiert ja anders. Und ja, es kann durchaus einem auch sehr gut tun. Aber grundsätzlich würde ich eher im Nervensystem beruhigende Atemübungen machen. Oft ist es auch so, dass gerade Übungen die Erdung und Stabilität fördern, sehr positiv erlebt werden von Hochsensiblen. Und ich persönlich halte es auch für wichtig, jeder Hochsensibilität, jedem Schüler entsprechend Raum zu geben. Damit meine ich nicht nur die Sensibilität, der Sensibilität Raum zu geben, sondern auch im Raum die Matten zum Beispiel nicht so eng zu legen, dass jeder wirklich Platz hat, seinen Space hat um die Matte. Und wir erinnern uns in dem Zusammenhang an die physische Enge, die als nicht so angenehm erlebt werden kann. Und in dem Zusammenhang wird auch zum Beispiel Anfassen, die Unterstützung physischer Natur beim Yoga, was ja durchaus positiv gemeint ist und auch sehr positiv sein kann, als nicht so angenehm erlebt. Das kann passieren, dass ein ja, sehr sensibler Mensch, vor welchem Hintergrund auch immer, dann sehr leicht erschrickt beispielsweise. Ne? Und genau, von daher würde ich das entsprechend nicht empfehlen oder auch nur eine Rücksprache machen oder auch Räucherstäbchen entsprechend nur anzünden, wenn es Menschen im Kurs gibt, die nicht so geruchsempfindlich sind. Genau, Stichwort Sinnessensibilität hier entsprechend auch sensibel mit uns. Ja, und da ja jeder seinen Raum haben sollte, finde ich es auch wichtig, da nicht also die Einheitlichkeit zu haben. Denn ich erlebe es sehr oft, dass so gerade durch so dynamische Sequenzen so gehetzt wird. Und ich habe es schon oft gehört und auch selbst erlebt, dass dann dieses Gefühl entsteht, oh, ich finde den Anschluss jetzt nicht. Das ja, ist sicherlich auch von normalsensiblen Menschen schon mal so erlebt worden, aber ja, durch diese verstärkte Wahrnehmung und auch diese, ich nenne es mal Fehlersensibilität, entsteht dann gerne so dieser Eindruck, oh, ich komme jetzt nicht hinterher, ich bin da vielleicht nicht gut genug, ich kann das gar nicht und so weiter und eine sehr, sehr schnell eine sehr hohe Frustration. Und entsprechend würde ich jetzt Schülern, die sehr sensibel sind, langsamere, achtsamere Stile empfehlen, wo sie sich sehr individuell entfalten können und es auch okay ist, meine Übung nicht zu machen. Genau. Und als vorletzten Punkt ist es auch so, dass das traumasensible Yoga ja, eine große Hilfe sein kann tatsächlich. Da habe ich euch auch in dem Handout, was Miri euch im Nachgang noch zuschicken wird, einige Buchtipps zusammengestellt. Da das jetzt den Rahmen hier sprengen würde, dann ja darauf einzugehen, könnt ihr mich gerne im Q&A-Teil gleich noch fragen.
Traumasensibilität hat einige Parallelen zu Hochsensibilität. So viel vielleicht in Kürze. Also es gibt auch gravierende Unterschiede, aber es gibt eben auch Parallelen. Und deswegen ist zum Beispiel die etwas andere Ansprache im traumasensiblen Yoga bei Hochsensiblen sehr gerne angenommen. Und ein letzter Punkt, was ich auch immer wieder feststelle, was Hochsensiblen sehr, sehr gut tut, auch unabhängig vom Yoga, ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Da möchte ich nochmal auf die drei Punkte Wahrnehmung, Akzeptanz, Stärke zurückkommen. Genau, also der erste Schritt ist ja wirklich diese Wahrnehmung und dann anzufangen, das zu integrieren, positiv zu erleben und entsprechend auch die Stärken mit in seinen Alltag zu nehmen und auch so als Stärke zu erleben. Und das kann eben in der Gruppe sehr schön funktionieren. Und von daher freue ich mich, dass auch wir gleich in den Austausch gehen. Genau, und vorher würde ich gerne nochmal auf eure Beiträge im Chat zurückkommen, ob ich da nichts vergessen habe, aber das sieht gut aus, wir sind auf alles eingegangen. Oh, ich sehe hier noch einen Beitrag, Lachen ist gut. Ihr seht, ja, mein Headset ist in Bewegung. Ich glaube, es liegt tatsächlich an meinem Lachen. Aber ich hoffe, ihr konntet mich trotzdem gut hören. Ja, insofern danke ich euch an dieser Stelle erstmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Ideen und Fragen gleich im Q&A-Teil.